Ja, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, in das Thema Einführen war jetzt fast ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich möchte Sie im Namen der Fraktion hier sehr herzlich begrüßen bei dieser szenischen Lesung aus den Protokollen des Gründungsparteitages der KPD. In diesem Skript, in dieser Auswahl, die Luke getroffen hat, und ich ahne, wie viel sie gelesen haben muss, um dann auch eine solche quasi Abschrift eines Teils, das ist ja wirklich nur ein Auszug aus diesen Debatten, anzufertigen, die uns sehr, sehr aktuell und sehr, sehr spannend vorkommen. Und deswegen ist das eben nicht nur eine historische Lesung, die uns etwas darüber sagt, was damals in diesem 100 Jahre zurückliegenden Jahr 1918 diskutiert wurde, sondern ich glaube, es gibt viele Momente, wo man sich sagt, doch, das ist ja erstaunlich, dass das vor 100 Jahren schon so diskutiert wurde. Das könnte auch teilweise von heute sein. Der 29. Dezember war ein Sonntag, der rote Sonntag. SPD, USPD und Spartakusbund hatten zu Kundgebungen aufgerufen. In Berlin ziehen mehr als 250.000 Menschen in riesigen Demonstrationszügen durch die Stadt. Zehntausende folgen den Särgen der 7 Matrosen, die am Weihnachtstag von Truppen, die der Volksbeauftragte Ebert gerufen hatte, bei einem Sturm auf das Stadtschloss getötet wurden. In diesem historischen Augenblick fällt die Entscheidung des Spartakusbundes, eine neue, eine kommunistische Partei zu gründen. Die drei Hauptreferenten, Karl Liebknecht. Jetzt hat die Stunde geschlagen. Wir sind entschlossen, mit unserem Fleisch und Leben einzutreten für die Revolution. Karl Radek. Wenn der Krieg liquidiert wird, steht vor den Volksmassen die Frage der ungeheuren Kriegsschuld. Die Frage, ob die Arbeitermassen, die doch gegen den Krieg waren, die Kriegslasten zu tragen haben. Rosa Luxemburg. Was hat dieser Krieg anderes von der bürgerlichen Gesellschaft zurückgelassen als einen gewaltigen Trümmerhaufen? Vom ersten Tag an hat die sozialistische Regierung von Ebert und Scheidemann die Heiligkeit des Privateigentums proklamiert. Sie stellt sich vor die Geldsäcke des großen Kapitals. Erster Verhandlungstag, Vormittagssitzung. Nach Karl Liebknechts Referat über die Krise der USPD erhält als Vertreter der Sowjetrepublik das Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Russlands, Karl Radek, das Wort. Wenn jetzt das Wort Sozialistische Republik keine Phrase sein soll, die das Volk einlullt, so bedeutet es, dass die Arbeiterschaft auf diesem oder jenen Wege die Produktion in ihre Hände zu bekommen suchen wird. Und wenn das der Fall ist, so stehen wir vor der größten Umwälzung, die die Geschichte je gesehen hat. Und eine solche kann sich nicht friedlich abwickeln. Rosa Luxemburg hatte bereits am 23. Dezember in der Roten Fahne ihre Position beschrieben. Wie wir das infame preußische Dreiklassenwahlrecht ausnutzten, um im Dreiklassenparlament gegen das Dreiklassenparlament zu kämpfen, so werden wir die Wahlen zur Nationalversammlung zum Kampf gegen die Nationalversammlung verwerten. Außerdem war in dem von ihr verfassten Programm, was will der Spartakusbund, als Grundsatz festgeschrieben? Der Spartakusbund wird nie anders die Regierungsgewalt übernehmen, als durch den klaren, unzweideutigen Willen der großen Mehrheit der proletarischen Massen in Deutschland. Dieses Programm wird auf dem Gründungskongress mit großer Mehrheit verabschiedet. Die Position zur Teilnahme an den Wahlen dagegen wird von vielen Mitgliedern des Spartakusbundes nicht geteilt. Der Schriftsteller und Delegierte der internationalen Kommunisten aus Worpswede, Ludwig Bäumer, erklärt in einem Satz: Für uns Kommunisten gibt es keine Nationalversammlung. Sie ist und bleibt eine bürgerliche Illusion, zu der wir keine Beziehung haben. Käthe Dunker, 47 Jahre alt, Lehrerin seit 1890, Mitglied der SPD. Glauben Sie, dass die Frauen,
Nachdem man ihnen Jahrzehnte hindurch gesagt hat, ihr müsst das Wahlrecht erkämpfen, dass sie uns jetzt folgen werden, wenn wir ihnen sagen, jetzt benutzt ihr es nicht. Die Frauen werden sich dieser Parole in ihrer Majorität nicht fügen. Die große Hälfte der Wähler, die Frauen, daran müssen wir doch denken. Die Macht ergreift man erst, wenn man die Massen hinter sich hat. Ich glaube, eines der wichtigsten Anschauungsunterrichtsmittel, das ist die Nationalversammlung. Ohne diesen Anschauungsunterricht werden sie die Leute nicht überzeugen. Liebknecht selbst nimmt eher selbstkritisch dazu Stellung. Ich weiß genau, dass unsere Wirksamkeit in der Nationalversammlung eine außerordentlich geringfügige sein würde. Ich halte es nicht für eine Lebensfrage für uns, aber ich bin der Ansicht, dass es ein großer Fehler ist, wenn man eine Möglichkeit der Wirksamkeit aufgibt. Am späten Abend erst die Abstimmung. Der Parteivorsitzende Wilhelm Pieck. Ich konstatiere, dass der Antrag des Genossen Rühle, uns nicht an den Wahlen zu beteiligen, mit einer Mehrheit von 62 gegen 23 Stimmen angenommen wurde. Das war fast eine Dreiviertelmehrheit gegen den Vorschlag einer linken Liste, Liebknecht Luxemburg. Rosa Luxemburg war wie versteinert, als das Abstimmungsergebnis bekannt gegeben wurde und verließ dann den Saal. Gut ein Vierteljahr später, im April 1920, wird Clara Zetkin auf dem 4. Parteitag der KPD sagen, der letzte Brief, den ich 1919 von der Genossin Luxemburg erhielt, sprach sich in allerschärfster Form über diesen Beschluss aus. Sie sagte, dass wir von diesem Beschluss direkt die Zugehörigkeit zur Partei hätten abhängig machen sollen. Wir haben das aber nicht getan. Es hat sich gezeigt, dass man sich hier getäuscht hat. Rosa Luxemburg hat auf diesem Parteitag ihre letzten großen Reden gehalten und ist in zwei Grundsatzfragen ohne Mehrheit geblieben, isoliert und bitter überstimmt. Erstens in der Frage der Namensgebung. Heftig wandte sie sich dagegen, die Partei kommunistisch zu nennen. Nach ihrer Meinung sollte die Partei die Verbindung zwischen den Revolutionären des Ostens und den Sozialisten Westeuropas herstellen. Deswegen votierte sie für den Namen Sozialistische Partei und verlor die Abstimmung. Zweitens in der Frage der Haltung zum Parlamentarismus. Dass die Mehrheit der revolutionären Obleute, der Motor der revolutionären Aktionen in dieser Nachkriegszeit, die Zusammenarbeit mit der neuen Partei verweigerte, weil diese nicht bereit war, ihren Beschluss zum Wahlboykott zu revidieren und damit eine Stellung zum demokratischen Parlamentarismus zu beziehen, war eine Art Männetekel, ein Zeichen an der Wand der Zukunft. Vor der Geschichte behielt Rosa Luxemburg recht. Nachtrag. Nur ein Jahr später, ab 1920, entschloss sich die KPD, an den Reichstagswahlen teilzunehmen, mit diesen Ergebnissen. 1920 2,9% der Wählerstimmen. 1924 12,6% der Wählerstimmen. 1928 10,6% der Wählerstimmen. 1930 13,1% der Wählerstimmen. 1932 14,9% und 16,9%. Entsprach fast 6 Millionen Wählern. 1933 12,3% der Wählerstimmen. Trotz Nazi-Terror, Versammlungsverboten, Verhaftungen, Verfolgungen. Die Mandate wurden noch vor der konstituierenden Sitzung des Parlaments annulliert. Hitler war an der Macht.
Danke.